So, meine Freunde, ich sitze vor mir. Heute geht's um Roter Tod. Das ist die neue saisonale Waffe, die ihr aus dem Season Pass einfach rausziehen könnt. Wer von euch Destiny 1 gespielt hat, wird sich doch an das Impulsgewehr erinnern. Damals war es unfassbar stark und auch jetzt in Destiny 2 muss ich sagen, es fühlt sich zumindest im PvP richtig, richtig gut an. Ist ein 340 Feuerrad Impulsgewehr, sprich wir können damit theoretisch two-bursten, wenn wir unsere Headshots treffen. Und der spezielle Perk hier drauf ist Erlösung. Erlösung ist kurz gesagt einfach Heal Clip, nur dass ihr nicht nachladen müsst. Sprich, ihr killt dann, habt automatisch Heilmittel mal 2 und kriegt einen Chunk Leben zurück. Natürlich, wenn ihr trotzdem nachladet, heilt ihr eure Teammates, was auch ziemlich cool ist. Und der zweite Perk, der hier drauf ist, ist umgekehrtes Verhältnis. Und da muss ich ehrlich sagen, ich habe ihn nicht wirklich gespürt. Ich habe zwar Ophidian gespielt, sprich das Handling spüre ich so oder so nicht, aber den Rest mit dem zurückweichen Bewegungstempo USW, weiß ich nicht, hat sich für mich nicht wirklich bemerkbar gemacht. Das mit dem mehr Schaden hat man wiederum gemerkt, aber es ist auch nicht mega viel. Bin ich ganz ehrlich, ist okay, aber nicht ultra stark. Alles in allem kann ich wirklich sagen, die Waffe hat mich extrem überzeugt. Fühlt sich in Destiny 2 wunderbar an und ich kann jedem nur empfehlen, das Ding aus dem Season Pass mal ins PvP zu tragen. Ich glaube nämlich schon, dass man das öfter mal in der Meta sehen wird. Vor allem, wenn Heal Clip so stark bleibt, wie es gerade ist, beziehungsweise auf der Waffe natürlich Erlösung. Aber ich warne noch kurz vor, die Matches sind ein bisschen scuffed. Ich war, glaube ich, schon 11 Stunden währenddessen live, wenn ich es aufgenommen habe. Und ein paar Gegner waren für mich unsichtbar. Also es war interessant zu spielen, sagen wir es mal so. Jetzt würde ich aber sagen, ich habe mehr als genug geredet. Abends Gameplay, let's go. Warte mal kurz. Boah, habt ihr gesehen? Geisteskrank, oder? Verloren. Zone B verloren. Sie ist nicht wahr. Vorteil. Er hat es einfach überlebt. Der ist low. Nice, Team. Warte, ich habe eine Kugel. Hä? Ich konnte nicht weiter runter gucken. What? Heilmittel mal 2 ist actually funny. Ich habe meine Sense direkt kurz vor Dinge umgestellt, was langweilig wurde. Nur dieselbe Sense zu spielen. War ein Fehler. Aber ich bin einer, der wechselt gern Sachen aus. Ist er drin? Ja, ne? Was dem Gegner Einhalt geboten. Der neue Well, kann ich schon mal sagen, ist um einiges schlechter. Du hast den Zonenvorteil. Ich hab eigentlich gedacht, so zwei, die direkt rein pushen wir, wenn ich ehrlich bin. Deswegen der Well da gestellt wurde. Zone A erobert. Powerplay. Lass nicht nach. Zone C verloren. Ich hab nur einen Ping bis jetzt. Oh. Genau deswegen gibt es Einsatzdruck. Das sind noch mehrere. Ja, hab ich fast schon gedacht, dass da so mehr als ein, zwei, drei Leute kommen. Ich finde es eigentlich ziemlich sneaky, dass ich sehe, wie viel Leben meine Teammates haben mittlerweile. Oh nein. Ich challenge. Der hat auf mich geschossen, nicht auf den Gegner. Nur noch 5 Minuten. Nein! Wenn ich nicht verkacke, ist halt down. Er ist trotzdem down. Ah! Ich vergesse die ganze Zeit, dass ich ja hier Fallout aktiv habe mit Einstellungen. Ich muss gar nicht selbst triggern. Ich kann die Taste einfach gedrückt halten. Das war ein Leck. Nice Teams. Ey, mein erster Tubers. Okay. Ich hab Volt raus. Oh! Achso, das war eine Blade Rush, alles gut. Das war eine Strangold. Zone B verloren. Nein! Ich hab nicht nachgeladen! Das habe ich vergessen. Hat den Zonenvorteil. Au, dann krieg ich nicht mal einen Kill, hätten sie noch nicht gespawnt, richtig? Nimm's zurück. 2, 3 gespawnt. Ein Einsatztrupp. Nice Teams. Noch einer gespawnt. Zone C erobert. Der Zonenvorteil. Wunderschön. Also Red Death ist eine Waffe, wo ich sagen würde, ich glaube, die wird in der Meta sein. Ist mein erstes Match mit ihr und das Ding fühlt sich echt unfair an. Und ich lieb's. Kriegst du mich momentan da echt gut raus eigentlich? Oh fuck.
dem noch ein gutes Stück mehr Damage macht, muss ich glaube ich nicht sagen, oder? Ah, den hat er nicht. Zweifach erwischt. Jetzt haben wir zusammen. Ich habe 22 Kills mit der Waffe gerade in dem Match gemacht. Hat sich nicht so angefühlt. Ich habe 36 Defeats. Es hat sich gar nicht so angefühlt, das Match. Ach komm, ich gehe mal mit dir auf B, weil sonst werde ich wieder belastend von dir weggeholt. Nevermind, wir sind hier. Du machst es schon ohne mich. Richtig, richtig. Ich float mal hier rüber und versuche einen zu holen bei B. Wuhu! Dem Heal sei Dank, ich hab's überlebt. Der ist bei mir unsichtbar. Das ist ein absolutes Game. Zone C erobert. Da hat eine Waffe auf mich geschossen. Zone B erobert. Oh, da ist er. Wir haben ein Powerplay. Du musst sie halten. Kann ich nicht darüber reden, dass ich vom Mausbett gerutscht bin und nicht wusste, was ich machen soll? Das ist der Unsichtbare. Der ist nicht unsichtbar, zum Glück. Ich bin so verwirrt. Zone B verloren. Das ist so unfair. Es ist wieder der Unsichtbare. Ich fühle mich von dem so gescampt, ne? Zone A erobert. Es ist der Unsichtbare. Liegt bei dir. Du hast den Zonenvorteil. Eine Einheit. So hast du. Nein, der hat zu schnell geschossen, bevor Leben zurückkam. Hab Leben zurück. Nice Team. Ihr habt es fast geschafft. Der Vorteil liegt auch drüber. Der Bogen hat mich gerettet. Zu spät gemerkt. Hello. Don't look at me, I'm the floaty wall. Oh mein Gott! Oh, ho, ho. Ja, das Nachladen killt mich jetzt, das war dumm. Ich habe mit 2, vielleicht 3 gerechnet, aber nicht mit allen. Also wer auch immer diesen dritten Schuss verhindern kann, ich kann es nicht. Eine Einheit. Ich dachte, das so, das Draft Drama nach links, ne? Hat man es gemerkt? Nein. Nennt mich den Assist-Wall, hat ein Schwert. Oh Gott. Nun bist du mit Herzblut dabei, Hüter. Eine Einheit. Das sehe ich gern. Zweifach erwischt. Let's go. Ich hab wieder vergessen, dass ich einfach Fallout gedrückt halten kann. Das geht so schief. Kämpfe, bis nichts mehr. Wenn ich für mich hab. Sag ich doch. Die hat so viel Range auch, die Waffe, ne? Das ist so schön. I'm sorry, ich war so verwirrt, auf wen ich schießen soll. Ich glaube, ich werde gleich geisteskranke Bums. Nicht so wie er. Zweifach erwischt. 3 Gegner weniger. Ja, also. Hä, hey, das Ding ist so böse. Der ist über mich gesprungen. Nein, er slowt mich. Ich wäre so ins Eck gekommen. Also vielleicht, maybe, wahrscheinlich nicht. Ich habe genug gesehen. Wir mercen sie. Ende. Nee. Deshalb nehme ich keine Vorschaftspartikel auf.
Kommst du nochmal? Danke. Also, das Ding wird wahrscheinlich in der Meta ziemlich gut drin sein. Da bin ich mir sicher. Mein Respekt. Der Heal-Heal-Clip, was es ja theoretisch ist, ohne nachladen zu müssen, ist insane gut. Du kriegst for free einfach so viel Heal hinterher und kannst den zweiten direkt weiter challengen. Ich bin ein kleines bisschen verliebt, ich bin ehrlich. Eine meiner liebsten Waffen auf Destiny 1 und Destiny 2 ist ja auch überragend. Wunderschön. Die wird sowas von genervt.